Leute, es ist soweit, das große Finale! Der Streamer-Challenge ist endlich da! Und bevor wir loslegen, kommt jetzt... Nein, warum? Das kostet so viel Geld gerade die Runde. Ich bin's, Bubu! Geil! Ich hoffe, dass wir da jetzt nicht den ein oder anderen Team-Wipe haben. Weil, wie gesagt, jeder Wipe, also wenn mein ganzes Team getötet wird oder verliert, sind es mal knackige 120 Euro, die da flöten gehen. Also, ich muss mich hier jetzt schon ein bisschen, zusammenreißen. Wir kommen jetzt zum Finale. Die Pokémon-Liga. Das erste Mitglied der Top 4 nutzt Bodenattacken. Dagegen sind wir nicht allzu stark. Lediglich Poké-Tutorial trifft diese mit Wasserattacken sehr effektiv. Ich mit ihrem Boden, Kay. Brauchst gar kein... Oh, natürlich gleich Welse. Aber kein Problem. Poké-Tutorial TV. Wegbereiter. Mal gucken. Mal gucken, was er sagt zu vierfach Damage. Nicht viel. Scheiße. Mist. So, Donphan. Lenificate. Donphan? Nicht so geil. Aber ich denke mal, er wird uns auch nicht so doll wehtun. Hoffentlich. Ja, komm, ein Kreideschrei kriegt er ab. Ein Kreischrei, minus zwei Verteidigung. Immer gut. Oh, Erdbeben, du Sau. Oh, fuck. I can't believe you've done this. Lenificate mit einem HP. Alter, Lenny, jetzt gibt's ihm aber eine Zornesforce. Komm. Komm, töte ihn. Hau ihn richtig weg mit einem HP, Lenny. Nope. Ja, oh nein, diese Arthropus-Zeit. Nein. Ah, oh, Lenny. Lenny, wie geht es? Tut mir leid, du warst so gut. Mit einem HP hat er sich da am Leben festgehalten, mit allem, was er hatte. Und was passiert? Ja, ich bin auch stark. Poké Tutorial. Lass dir schmecken. Lass dir schmecken. Ich glaube, wir machen vierfach Schaden gegen Kamerupt. Weg mit dir. Ich bin auf jeden Fall schneller als er, also kriegt er jetzt den Nahkampf ab. Da, friss, Junge. Ha! Weg! Weg! Ich will dich hier nicht mehr sehen. Lord. So, erstes Top 4 Mitglied besiegt. Geil. Einer von vielen geschafft. Nun kommt das jüngste Mitglied, Typ Stahl. Wahrscheinlich der leichteste Typ für mich. So, aber Present wird dich kaputt hauen, sage ich hier, Fräulein. So, Arcani. Angriff! Feuerzorn! Oh Gott, wird Present den kaputt hauen. Oh Gott, Present. Mach ihn fertig. Arcani ist aber auch ein geniales Pokémon. So ein schönen. Das hat nicht gereicht? Aua. Und eine Boden. Ein Volltreffer? Wirklich? Na, komm. Ja, ist okay. Mit der Psycho. Sag mal, aber Lenny ist ja wirklich Leben am Limit, wa? Los! Nakambua! Alter, Lenny, was ist denn da los? Du lebst ja hier wirklich, wirklich risikoreich. Wir probieren es mit Feuerzahn. Okay, wir haben ihn schon mal sehr schön. Jetzt muss er ihn nur noch One-Shot. Ah, nein, bitte nicht. Nicht schön, du bist der Beste, du Idiot. Ist der dumm. Oh, ein Feuerzahn wäre geil. Der würde ja mindestens 50% Schaden machen, denke ich mal. Es wäre schon wichtig, dass wir wenigstens 50% Schaden an ihm machen. Da brauche ich ja schon wirklich sagen, hab viel Glück, dass er halt ein Idiot ist, aber... Ja, oh, zum Glück nicht so ganz, das war's. Na, ah, Arcani, warum? Aua, Arcani. Ah, ich hab zu ihn. Oh, ja, nicht sterben, Poké-Tutorial. Nicht sterben. Oh, du bist der... Ey, Poké-Tutorial, du bist wirklich der Beste. Poké-Tutorial. Bester Mann. Leider hat Present LP einmal erwischt. Sorry. Zwei von vier geschafft. Das dritte Top 4 Mitglied kommt mit Typ Flug an. Bieter LP und Fermetim sehen auf dem Papier gut aus. Allerdings nur auf dem Papier. Aber Sonntag ist erstmal gut. Für mein Feuer-Pokémon ist der Sonntag übelst gut. Okay, Tropius ist erstmal zum Leben geschallert. Ich hoffe so sehr, dass ich nicht bei der Top 4 wipe oder so, weil sieht halt aktuell noch nicht so gut aus. Ich habe auch kaum noch Heilgegenstände. War vielleicht ein bisschen dumm, dass ich so komplett unvorbereitet reingegangen bin. Ja, na klar, du Sau, mach doch Nahkampf. Ja, dafür wird er jetzt richtig weggeschallert. Erster Mogelhieb, ne? Was sagst du, hä?
So, und dann krieg ich auch einen Knuddler. Warum? Dieser MP, warum tust du mir das an? Nein! Du Sau! Zum Glück ist das Sonnenlicht gerade schwächer geworden. Du blöde Sau! Alter, Bisa LP, mach doch nicht sowas! Knuddler! So, ich denke mal nicht, dass er uns killt, oder? 2 HP! Bisa LP, Leben am Limit! Bisa LP, warum? Du hättest es geschafft! Ey, aua! Mann! Jetzt triffst du aber Fanmade Tim, oder? Fanmade Tim, triff ihn wenigstens. Wenn du jetzt auch noch verfehlst. Wenigstens Tim trifft. Wenigstens Tim haut nicht daneben. So, Flamingo. Was denn los? Was denn los, Großer? Es war wohl nichts. Das letzte Top-4-Mitglied hat Drachen-Pokémon. Einer der stärksten Typen im Spiel. Das einzige Effektive, was ich gegen Drachen dabei habe, ist Knuddler, also Bisa-LP. Und Bisa-LP hat ja gezeigt, wie zuverlässig sein Knuddler ist. Sieht aus wie Prinz Eisenherz oder so. Okay, haften hier. Zu warten oder zu erwarten? Erwarten, okay. Haften. Haften hier. Weg mit dir. Ich versuch mal Knuddler, mal gucken, wie viel das macht. Ich muss jetzt gerade erstmal abschätzen. Alter, Arcani. Arcani Present. Benimm dich doch mal. Was ist das für ein Schaden, den du hier raushaust? Komm schon. Present. Lass mich nicht hängen, Bruder. Du bist schneller als der Idiot. Du lässt dich nicht one-shotten, bitte. Oh, Espinona aber auch ein Hammer-Pokémon. Schönes pseudo-legendäres Pokémon. Knuddler. Ja. Present. Eine Attacke musst du überleben. Oh, Großklingstoß, bitte überlebe. Bye, have a great time. Alter, warum macht der so viel Schaden? Wir müssen jetzt versuchen, einen Knuddler rauszuhauen. Mann, Bisa-LP! Warum Bisa-LP? Enttäusch mich doch nicht. Du hast noch eine Chance, Bisa-LP. Ein Versuch hast du noch. Ich habe 5-mal Knuddler eingesetzt, Leute. 4-mal oder 3-mal hat er nicht getroffen. Jetzt aber. Ja. Und du tötest ihn nicht, du Trottel. Warum? Nein. Aua. Warum? Bisa. Todesfaust. Wehe, du killst jetzt mein Landing-Fickel. Wehe. 1 HP? Aber ey, Espinola, das wird mir ja richtig stinken, Bruder. Das wird mir ja richtig stinken. Und jetzt weg mit dir, Lenny. Du bist der Beste. Okay, jetzt kommen wir zum letzten großen Kampf, den Champion in Paldea. Diese startet mit einem Psycho-Pokémon und ich versuche den Sephiron-Trick wie in der Psycho-Arena noch einmal. Ich glaube, Sephiron ist unsere Rettung hier in dem Run, weil wir können uns jetzt mit Ränkeschmied halt bis auf plus 6 hochbuffen. Und die erste Runde werden wir, also meiner Vermutung nach, werden wir jetzt gar nicht getroffen. Und wir one-shotten dann alles. Ränkeschmied. Ja, Ränkeschmied plus 2. Hm. Oh, lecker. Ist okay. Spezial. Oh, sein Spezialangriff steigt aber auch. Ich muss jetzt wirklich hoffen, dass er die ganze Zeit, weiter spammen mit Psycho-Attacken. Nicht, dass er sagt, oh Mensch, ich probiere jetzt mal eine andere Attacke. Nein! Ah, au! Au! Der hat jetzt hat er plus 4 Spezialangriff. Das Ding ist ja wohl mal richtig nach hinten losgegangen. Ich dachte, ich bin schlau, dass ich mich hochbuffe. Er sagt sich Bullshit. Ja, jetzt RIP. Ja, RIP. Er wird mich outspeeden. Ich hoffe jetzt nur, dass er mich mit plus 4 Spezialangriff nicht one-shottet. Fee durfte nicht so viel Damage machen, aber Lichteinschlag ist halt brutal. Lichteinschlag ist ein sehr schön. Puh. Jetzt muss ich hoffen, dass ich jetzt ihn besiege, weil ansonsten besiegt er mich, weil mein Spezialverteidigung. Ja, sehr schön. Psychopatra ist schon mal weg. Komm schon, wir haben noch nicht verloren, Leute. Wir sind noch nicht raus. Oh! Au!
Nee, hör auf zu lügen! Hör auf zu lügen! Body Press? Ah, Pisa! Warum? Nahkampf! Oh, soll ich schon wieder outspeeden schon mal? Komm schon. Ja, der Vierfach-Schaden vom Poké-Tutorial reicht aus! Ja! Ich hoffe, er macht jetzt weniger als 50% Schaden, damit wir irgendwie eine Chance noch haben hier. Aqua-Durchschuss ist halt auch eine super starke... Ja, das sieht doch super aus. Dynamo aufgeladen, Agilusa, jetzt kommt die kleine Retourenkutsche. Ja! Avada Kedavra! Das habe ich nur gerechnet, das war richtig kacke. Oh, okay, sehr schön. Verteidigung singen, mal gucken, was er jetzt macht. Zauberschein, du machst eine Feenattacke, du Sau! Nein! Ja, warum haben die alle Feenattacke auch noch? Knuddler? Ja, wir müssen Turbo-Tempo. Macht zwar nur 80 Damage, aber 100 Genauigkeit. Rein da! Komm schon! Nein, das macht ja gar keinen Schaden! Warum macht das denn gar keinen Schaden? Oh nein! Weh, du hast jetzt eine Bodenattacke oder so, dann raste ich aus. Sollte okay sein. Komm schon. Fanmade Tim hat die Streamer-Challenge gestartet und hat jetzt die Chance, diese zu beenden. Er muss lediglich die Attacke überleben. Nein, das Gift. Das Gift, Leute. Das Gift, das Gift, das Gift. Komm schon, kill ihn. Ja, bitte, das Gift darf noch nicht brocken. Das Gift, nicht das Gift. Nicht das Gift, Junge, bitte nicht. Lass das Gift jetzt einfach, alles entspannt. Du hast gewonnen. Ja, Tim. Tim, du hast es geschafft. Du warst am Ende deiner Kräfte. Es hat gereicht, Tim. Wir haben es geschafft. Die Challenge ist vorbei. Mit nur insgesamt 31 Toten und somit ganzen 620 Euro haben wir die Challenge beendet. Oder etwa doch nicht. Nemile hatte Lust, uns noch ein letztes Mal herauszufordern. Nur habe ich das Level ihrer Pokémon etwas unterschätzt. Level 5. Der ist 5 Level höher als ich? Ja, RIP, ey, der ist 5 Level über mir. Was soll denn das? Nein, das will ich nicht. Oh, Sephiron! Sephiron ist ein Macher, kein Lacher. Ja, natürlich darf der zuerst angreifen. Was soll denn das? Jedoch waren ihre Pokémon kein Problem und Fanmetim hat das Ganze beendet. Oh, ein Glück, ey. Dynamo lädt auf, würde ich mal sagen. Dynamo. Mm. Ladungsstoß. Mal gucken, wie gut hier das Ding schmeckt. Tim! Ich bin's, Tim! So, jetzt ist die Streamer-Challenge aber wirklich beendet. Jetzt verschenke ich die genutzten Pokémon an die Community und natürlich die Gift-Subs an die jeweiligen Streamer. Unser Spitzenreiter im K.O. geht an Bisa LP mit 7 Toten. Danach folgt Present LP mit 6. Fanmade Tim, Lenificate, Poke Tutorial TV und Sephiron sind jeweils 5-mal K.O. gegangen. Und dann stürzen wir uns in die Raids, weil ich will mir die Hytera Raids angucken. Oh, Bubu. Ach du meine Güte, 35 Stück. Womit habe ich mir das denn verdient? Vielen lieben Dank, Bubu. Eieieiei. Oder ist hier Gran Fogita vielleicht so oft K.O. gegangen? Meine Güte, 35 Stück, das haben wir noch nicht gehabt. Oh, was? Oh Gott, ich bin da noch in dem Raid. hat Bubu 25 Gift-Subs rausgehauen? Du bist leider ein paar Mal gestorben in der Challenge. Danke fürs Mitmachen. Ich küsse dein Ehrenherz, Mann. Vielen, vielen Dank. Ich könnte für Erdbeben gehen, aber wir gewinnen damit nicht viel. Marlon, womit fällt... Holy moly, wo kommt das denn her? Marlon, dankeschön für 25 Gift-Subs. Bist du denn des Wahnsinns? Dankeschön, aber holy moly. Du bist doch crazy. Du löse Sache. Oh mein Gott, Jesus Christ. Holy Jesus, was ist denn hier los? Hallo? 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 What the fuck ist denn hier los? Bubu, du Legende. Vielen, 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 vielen lieben Dank.
Oh, wait, wenn ich so viele Subgifts von ihr kriege. Oh, heißt. Ist das etwa ein kleiner Spoiler hier gerade? Ist das etwa ein kleiner Spoiler? So, das Video ist zu Ende. Komm mal näher. Noch näher. Und noch ein bisschen näher. Wenn dir das Video gefallen hat, auf jeden Fall gerne mal abonnieren und liken. Ja, das hilft mir massiv. Und gebt mir auf jeden Fall, Leute, noch mal ein kleines Feedback, wie ich mich am besten bei Poketutorial TV bedanken kann, weil das ist der einzige, der nicht bei Twitch streamt. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, bei YouTube Abonnements zu verschenken oder Mitgliedschaften? Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare und natürlich auch eure Meinung, wie ihr das Video befunden habt, wie euch das gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Bubu.